So, ich habe eine Seite gefunden. Willkommen zurück. Ich habe keine Ahnung, wie man auf das kommen kann. Ich würde nie darauf kommen. Und ich glaube ihr auch nicht. Ey, das ist so kryptisch. Das hier ist tatsächlich ein Instrument. Und ich hielt das für einen Anfangssatz. Das war schon der erste Fehler. Das ist ein ganzes Instrument. Und zwar die Bardenlegende. Die wird am Herzen getragen, also richtig am Herz, ne? Das trägst du als Amulett. Irgendwie. Sie ist zwar sehr wichtig, doch auch voller Schmerzen. So. Das ist eine Laute. Die ist versteckt in Jutencast. Moment, habe ich eigentlich überhaupt schon welche gefunden? Tatsache, ihr habt König Donner gefunden und ausgestellt. Die Belltrommel der Orsimer. König Donner ist sowohl für ihren Bassklang als auch für die schiere Lautstärke, die sie hervorbringt, bekannt. Die Orks schätzen ihre Trommel für Feste wie für den Krieg. Und ihre kriegsähnlichen Rituale sind stets von komplexen Rhythmen untermalt. Diese Trommel wurde während der Belagerung Orsinium versteckt und irgendwann fand sie ihren Weg zu Jaschnak Grojaskuls Bollwerk in Falkenring. Sie wurden vom Krieg gestiftet von Jarl Hagwild, um seines Sieges über Häuptling Jaschnak und seine Fürstreiter zu gedenken. Ach Gott. Gut, vielleicht haben wir tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ihr habt Fusja gefunden und ausgestellt. Früh in der zweiten Ära stiftete die Mene von Elzweil dem Bardenkolleg diese Kanonen unter der Bedingung, dass auch Khajiit das Kolleg besuchen und dort lehren dürften. Zu der Zeit suchten hochrangige Funktionäre der Khajiit nach Möglichkeit, ihre Kultur zu bewahren und zu verbreiten. Angesichts der um sich greifenden Kaiserherrschaft der Rehman-Dynastie. Diese Kanonen wurde bei der feierlichen Ankündigung des Endes der Tarassischen Pest gespielt, die L2er verheert hatte. Gott, wer ist das geschrieben? Sie wird Yaha Fusoya genannt. Das Instrument der Feier und heute erinnert es uns daran, wie wir das Leben genießen und niemals die alten Lieder vergessen sollen. Das ist auch schwer zu lesen, ganz ehrlich. Oh Gott, wir haben viel nicht. Wir waren ja schon eine ganze Menge. Also eine ganze Menge waren wir. Wir waren ja schon fast überall. Ja, das war's wohl. Gut, habe ich eine Laute? Nee, ich habe eine Trommel und ein Kanon. Das heißt, ich werde tatsächlich nochmal nach einem Jutencast laufen. So, das Ganze ist auf Englisch, aber ich werde es übersetzen. Die englische Laute. Die englische Laute. Die englische Laute. Die Laute des blauen irgendwas, also Blue Longing, ich kann es nicht übersetzen, ist versteckt irgendwo in Jutencast, dem öffentlichen Dungeon in Schwarzmarsch. Es ist im Gebiet in der Mitte der Karte. Und der Eingang ist östlich von dem Dusktown-Wegschrein. Wenn wir da sind und drin sind, Hug the White Wall to reach also an der rechten Wand entlang, bis wir eine Tür finden in den Kontrollraum da rein. Die große Halle durchqueren, durch eine andere Tür gehen, also das sind auch Bilder, in den Komplex davon gehen. Dann rechts bei der ersten Verbindung. Und den Treppen nach unten folgen. Den Turm, der sichtbar ist in der Ferne, ansteuern. Wir werden denn dort eine Brust finden. Also a chest. Das ist ein Brustkorb.
mit dem Loot. Und wahrscheinlich bin ich nicht dahin gegangen. Ich habe es vielleicht gesehen. Und bin ich hingegangen und habe Enter gedrückt oder leer. Das heißt, wir müssen da nochmal hin. Jetzt frage ich euch, wie zum Reich des Vergessens. Oder noch besser ausgedrückt. What the fuck? Wie soll man das herausfinden, dass das in Nutschutencast liegt? Außer Schmerzen. Das kannst du ohne Lösung nicht lösen. Das ist unlösbar. Du kannst das eigentlich nur auf gut Glück finden und da brauchst du Lösungsbuch. Direkt. Das ist ein bisschen heftig. Ich würde das so machen, das ist jetzt der... Nee. Das ist jetzt der erste Punkt. Wo ich sage... Ja, das geht aufs Haus. Tja. Für die restlichen gebe ich denn euch Bedenkzeit, dann könntet ihr Pause machen und selbst gucken und denken, wo ihr das finden würdet. Machen wir mal so. Ich habe auch leider nicht so viel Festplattenplatz. So, welche Dinge gibt es eigentlich hier? Dwemerfluch. Es fehlt ein ganzer Haufen hier. 5 Stück. 1. Also ich habe hier offenbar viele von den Stürmen noch nicht entdeckt. Wo bin ich denn gelandet? Hallo? Darf ich auch mal wieder raus hier? Ein Weltboss gibt es auch noch hier. Gut, aber wir wollen noch einen Schuttencast. Schon wieder. Oh Mann. Na, wenigstens brauchen wir uns über Bosse keine Gedanken machen oder so. Ja, das ist... Es ist nicht verkehrt, dass wir das so machen. Ja, wie gesagt, ich möchte gerne 100% haben und ich zeige euch dann einfach das 100%. Im Rahmen der Serie natürlich, also in Folgen aufgeteilt. Und wenn ihr das nachspielt und denkt, oh, er macht das jetzt, ja, dann gucke ich mal nach. Aber ich denke mal, es gibt auch auf YouTube Videos, die ganz klar belegen, wo was ist und so. Nightstone Ritual Site. Ja, da. Ich glaube, damit ich weiß, wo, mache ich mal Folgendes. Ich mache auch direkt die ESO-Map mal an. Wenn ich die finde. Bin ich angegriffen? Ne. So, zack, zack. Und dann scroll ich mal etwas raus. Dann kontrolliere ich mal eben, ob ich alles habe hier. So, es gibt verschiedene Lifte, die habe ich alle. Es gibt den hier, den habe ich. Hä? Der wird gar nicht angezeigt da. Die Karte ist unvollständig. Schön, dass der Troll genau dahin geht, wo ich gerade hin will. Hä? Ach, oh Gott. Die eine Stufe kannst du nicht überspringen, ne? Sag mal,
Jetzt reicht es aber langsam. Ah, wollen ja alle hoch? Gut. Ich fege euch hoch. So, gut. Natürlich muss ich erstmal das Ding finden. Auf jeden Fall sind wir erstmal hier. So. Hack the white wall until you reach the door that leads into the neutral Kontrollraum. Also quasi bis hier. Mir jetzt unbedingt angreifen, ne? Ich hätte mich übrigens nicht heilen müssen, ne? Also der eine ist extra weggerannt. Mit einem Lebenspunkt. Schatzkarte. So, rechte Tür. Also erstmal eine Tür finden, die überhaupt zum Kontrollraum führt. Auch gerne kaputt gehen. Gar nicht so schlecht. Gut, hier ist die Tür. Jetzt sind wir im Kontrollraum. Cross the big hall and go through the other door in den Komplex direkt. Muss ich erstmal hier rein, ne? Achso, and go through the other door. Also geradeaus durch. So, und bei der ersten Abzweigung, das ist dann hier, nach rechts abbiegen und die Treppe runter. Und dann finden wir einen Turm, der sichtbar ist, in der Ferne, da müssen wir hin. Gut, hier direkt rechts. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? So. Mistviech. Das tut ja alles so unbesiegbar. Was soll denn der Scheiß? Sag mal, hallo! Hallo, beschissener Scheißgegner! Boah, was ist denn hier los? Da kommen noch Hunde an. Jetzt wird's so gut. Boah, ich hasse die Verliese, wisst ihr? Also, das ist echt schlimm.
Was ist das jetzt für ein Symbol da unten? Wieso ist meine Ausrüstung stark beschädigt? Sagst du mir jetzt erst? Sagst du mir einfach jetzt erst, dass die Ausrüstung beschädigt ist? Kann ja wohl nicht wahr sein. Keine Ahnung, ob ich Reparaturzeug habe. Wahrscheinlich nicht. Super. Gut. Den ersten Turm. Sehen wir irgendwo einen Turm? Sie Trolle. Etwas Tower. Ich sehe da einen Turm immer. Aber tatsächlich richtig der Weg hier. Ja, Dodo ist sicher. Schlimme Gegner, echt. Alles voller Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin hier. Also ich habe noch keinen Turm gesehen hier. Ist ganz schön kalt. Jetzt heilt er sich auch noch die ganze Zeit, ey. Es kotzt einen an. Schlimm genug, dass die Gegner miteinander kämpfen, ne? Diese scheiß Spinnen heilen sich andauernd. Wenn ich mit euch kämpfen. Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. So, ich guck mal, ob ich... Ach. Folgt den Turm? Hier muss ich hin. Sagt das Spiel auch, ne? Oder der Text sagt das überhaupt nicht. Folge den Turm zur Ferne hin. Naja, ich bin ja fast da. Folge geht so lange, bis wir das Instrument gefunden haben. So, zack, zack, meins. So, jetzt kommen wir auf dem unteren Weg nach oben. Oh, ich fress einen Besen. Ich fress einen Besen. Was stellt man da für Gegner hin, bitte? Ich weigere mich, mit dem anzunehmen da. Einfach
einfache, unbesiegbare Gegner dahin. Das sind ja mal Gegner. Oh, sag mal. Das ist ein Scheiß, ey. Nie wieder ins Verlies oder so. Gegner sind scheiße. Wir finden aber außergewöhnlich viele Thron gerade. Ja, und wo? Ach nee, warte mal, wir sind schon vorbei. Soll tatsächlich hier sein. Irgendwo. Sag nicht, dies hier nicht. Kann eigentlich nur da sein. Also der Pfeil zeigt in die Richtung. Ah. Hier ist sie. Laute der melancholischen Sehnsucht. Ach, das heißt das. Budeling. Gut, die hätten wir. Sonst nichts, ne? Appetit nehme ich noch mit. Oi, Alter. Ey, das hat... Das war extrem. Gut, aber hey, wir haben's.